Einige von euch haben sicher mitbekommen, in Großbritannien wurde wieder ein Paar mit dem Nervengift namens Novichok vergiftet. Die Frau ist nun gestorben. Verantwortlich dafür ist dieselbe Substanz wie bei dem Anschlag auf den Doppelagenten Sergej Skripal vor einigen Monaten. Fest steht, Novichok ist hochgiftig und tödlicher als das Nervengift Sarin. Niemand weiß, wie es überhaupt nach Großbritannien kam. Also ein hochaktuelles Thema mit vielen offenen Fragen. Was ist das genau für ein Stoff? Wie wirkt er auf den menschlichen Körper und besteht auch die Gefahr für die gesamte Öffentlichkeit? Hier bei Klicks um Science and Fiction jetzt die Antworten. Herzlich willkommen. Es dauerte nur wenige Stunden und dann stand auch hier sicher fest, der 45-jährige Mann und seine 44-jährige Frau, die man bewusstlos in einem Wohnhaus in der Nähe des britischen Orts Salisbury gefunden hatte, waren mit dem Nervengift Novichok vergiftet worden. Das passiert über die Atemwege und manchmal auch über die Haut oder Schleimhäute. Im menschlichen Körper blockiert Novichok ein Enzym, das eigentlich für die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln zuständig ist. Die Folge: eine Überstrapazierung der Muskeln, was sich in Krämpfen äußert. Man leidet an Kopfschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Atemnot. Und im schlimmsten Fall kann es auch zu Herzstillstand und Bewusstlosigkeit kommen. Das Gehirn kann durch den Sauerstoffmangel geschädigt werden mit Langzeitfolgen. Ob man als Opfer eines solchen Anschlages überlebt, hängt stark davon ab, wie schnell ein Gegenmittel gegeben werden kann, das das blockierte Enzym wieder reaktiviert. Die beiden Opfer aus Salisbury jedenfalls schwebten lange Zeit in Lebensgefahr. Die 44-jährige Frau ist nun gestorben und die Behörden in Großbritannien ermitteln nun wegen Mordes. Sofort werden Erinnerungen wach an Anfang März. Vielleicht hattet ihr es mitbekommen, damals war ein Anschlag mit diesem Nervengift auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia verübt worden. Großbritannien und auch viele andere Politiker gaben damals Russland die Schuld, liegt ja auch eigentlich auf der Hand. Unabhängig davon kämpften die beiden damals wochenlang im Krankenhaus um ihr Leben. Jetzt also der zweite mysteriöse Fall und das Ganze in der Nähe des Wohnorts der ersten Opfer. Ob das Nervengift aus derselben Charge stammt wie bei den Skripals, ist allerdings noch nicht bekannt. Fest steht, die Sowjetunion hat die Novichok-Gifte in den 70er und 80er Jahren entwickelt, gegen Ende des Kalten Krieges, und niemand sollte davon wissen. Um internationale Abkommen zu Waffen zu umgehen, sollte Novichok so entwickelt werden, dass diese Substanz nicht nachweisbar ist. Die Aktion kam dann Anfang der 90er Jahre doch ans Licht, aber nur weil zwei Chemiker davon berichteten. Und noch immer lassen sich diese Stoffe nicht so einfach nachweisen, wie es bei anderen Nervengiften der Fall ist, wie beispielsweise Sarin und VX2, hochgiftige Substanzen übrigens, die auch durch bloßen Kontakt und das Einatmen innerhalb von Minuten zum Tod führen. Nervengifte heißen sie deshalb, weil sie das Nervensystem wie Novichok lähmen und so diverse Körperfunktionen erheblich stören und lahmlegen, sodass die Opfer sehr schnell sterben. Doch Novichok hat es in sich. Die gesamte Giftgruppe besteht aus etwa 100 verschiedenen Stoffvarianten, von denen manche bis zu 8-mal tödlicher sein sollen als das Nervengift VX. Sie sind sehr feine Puder und wirken im menschlichen Körper langsamer im Gegensatz zu vielen anderen Nervengiften, die als Kampfstoffe oder Waffen eingesetzt werden. Das sind meistens farblose Flüssigkeiten, die innerhalb weniger Minuten zum Tod führen. Kurioserweise wird das Gift Novichok aus zwei Stoffen hergestellt, die an sich nicht giftig sind. Seine tödliche Wirkung entsteht erst bei der Kombination. Beide Grundstoffe werden nicht besonders streng kontrolliert und können theoretisch leicht beschafft werden. Expertinnen und Experten sind der Ansicht, dass die Kombination der beiden Stoffe allerdings für einen Laien nicht möglich sei. Dafür sei ein gewisses Fachwissen notwendig, das beispielsweise geübte Chemiker und Chemikerinnen haben. So wird behauptet. Andere Expertinnen und Experten glauben, dass nur Staaten dazu fähig seien, denn schließlich seien Labore mit sehr hohen Sicherheitsvorschriften Voraussetzungen. Jetzt, bei dem aktuellen zweiten Fall, sind sich die britischen Behörden relativ sicher, dass die beiden Opfer nur zufällig mit dem Giftstoff in Berührung kamen und sie eben nicht gezielt mit Novichok angegriffen wurden. Dennoch steht die große Frage im Raum, wie sie sich kontaminiert haben können. Nach dem Anschlag auf Skripal wurden 9 Bereiche in der Region dekontaminiert für Millionenbeträge. An seiner Türklinke hatte man im Frühling die höchste Novichok-Konzentration festgestellt. Doch wie diese genau kontaminiert worden war, also wie das Gift dorthin kam, das weiß man nicht. Ein Behältnis oder Ähnliches wurde bisher nicht gefunden. Damals wie heute sehen die Behörden dennoch keine große Gefahr für die Bevölkerung. Doch gegen das mulmige Gefühl, das bei vielen Briten bleibt,
hilft diese Einschätzung nicht. Offen bleiben weitere Fragen. Woher stammt die Substanz und wo wurde sie hergestellt? Mit den heutigen Labormethoden ist es möglich, durch verbliebene Reste Rückschlüsse darauf herzustellen. Denn die Staaten wissen in etwa, durch welche Prozesse die unterschiedlichen Regierungen solche Substanzen herstellen. Russland hat ja Ende des letzten Jahres, 2017, bekannt gegeben, seine letzten Chemiewaffen zerstört zu haben. Das nachzuprüfen, ja, das ist jedoch reichlich schwer. Die Ermittlungsbehörden arbeiten aber intensiv daran, herauszufinden, woher das Gift stammt. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es immer das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber natürlich nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Nipah, das gefährlichste Virus der Welt, breitet sich in Indien aus. Bis dann. Bleibt dran.